Hallo, willkommen zurück zu meinem kleinen Let's Play von RimWorld. Ich bin der Turbo und wir machen auch gleich weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Der Cliffhanger war ja, dass uns die Nahrungsmittel ausgegangen sind. Mir war klar, dass dieses Pemmikan, dieses Dörrfleisch nicht allzu lange halten wird. Also, sagen wir mal, quantitätsmäßig. Aber dass es innerhalb von einem Tag komplett aufgegessen wird, das hat mich jetzt gewaltig überrascht. Und daher müssen wir uns jetzt mal ganz schnell auf die Suche nach zusätzlichem Essen machen. Wir haben ja, wie gesagt, noch ein paar Beerenfrüchte hier in der Nähe. Und ein paar Agaven. Das wird aber nicht ausreichen. Zumindest nicht annähernd für die Menge an Leuten, die wir hier haben. Deshalb bleibt nur die Jagd in nächster Zeit. Und damit hätten wir vielleicht viel früher anfangen sollen. Dann müssen nun mal leider diese zwei Strauße dran glauben. Wie schon das letzte Mal gesagt, das Alpaka wird nicht angerührt. Aus Prinzip nicht. Punkt aus. No discussion. Und wir hatten das letzte Mal hier einige Elefanten und Muffalos in der Nähe. Die hoffentlich noch da sind. Sie sind leider sehr, sehr weit weg. Und Elefanten sind nicht so die freundlichsten Artgenossen, wenn man mit Bögen auf sie schießt. Wer hätte das gedacht? Und würden sich wahrscheinlich rächen. Und momentan fehlt uns ein bisschen die Kapazität. Und vor allem die Waffe, die Feuerkraft, um es mit diesen Gesellen im Fall der Fälle aufzunehmen. Deshalb lassen wir die erstmal außen vor, aber ein Strauß und vor allem ein Eichhörnchen. Die passen definitiv in unser Beuteschema. Ich meine mich zu erinnern, dass hier auch noch ein Eichhörnchen rumlief, aber vielleicht ist es auch genau dieses, das wir hier gerade markiert haben. Wir brauchen natürlich auch eine Möglichkeit, den Käse zu vernünftiger Nahrung zu machen. Und momentan fehlt uns noch der Stahl für einen richtigen Herd. Aber meines Wissens nach geht es auch mit einem normalen Lagerfeuer. Zumindest kann man einfache Mahlzeiten damit machen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und bis der Käse fertig ist, ernten wir da unten einfach mal ein paar Agaven. Oh, die sind alle noch nicht reif. Die da aber. Die Bärensträucher gehen. Wunderbar. Was läuft hier noch? Hier gibt es noch eine Menge abzugreifen. Okay, so, das Lagerfeuer wird natürlich stetig Holz verbrauchen. Was gibt man denn da so? Dörrfleisch produzieren. Grille einfache Mahlzeit. Das ist das, was wir wollen, denn Dörrfleisch braucht vegetarische und fleischliche Inhalte. Die gegrillte Mahlzeit mit Sicherheit nicht. Nämlich nur rohes Essen. 0,5 davon. Wunderbar. Das wird's. Und wir produzieren das Ganze, bis wir davon eine gewisse Menge haben. Würde ich sagen. Und der Einfachheitshalber setzen wir das mal auf 30 Stück. Das sollte hoffentlich genug sein, dass wir immer was zu beißen haben. Und andererseits nicht zu viel, dass es uns in diesen Temperaturen einfach wegverdirbt. Das wäre natürlich sehr bedauerlich. Gut. Ja, Holz haben wir jetzt wieder mal ordentlich aufgestockt. Die Natur darf in der Zeit sich mal überlegen, wie sie diesen Kahlschlag ausgleichen möchte. Denn wir wollen ja immer fleißig frisches Holz haben. Anhand der Tatsache, dass natürlich gerade alle... Ich habe einen Bogen gehört, das heißt, die Jagd läuft schon. Hast du schon was? Oje. Ja, nah dran. Das wird noch eine ziemlich lange Jagd. Vor allem, weil der Vogel jetzt gerade die Flucht ergreift. Und im nahen... Oh, interessant. Das war ein guter Treffer. Aber Zebra wird das schon machen. Und wie gehen denn die Aushubarbeiten voran? Gabby untersucht natürlich als Chefarchitekt dieser Höhle natürlich alles aus der Nähe. Ansonsten geht es natürlich relativ schleppend voran. Und Maulwurf ist am Holzfällen. Vielleicht ist es gar nicht so clever, dass Maulwurf sich jetzt darum kümmert. Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn er mal primär forscht. Denn Steine verarbeiten zu können, das ist ja unser aktuelles Forschungsprojekt, ist mit Sicherheit nicht ganz unwichtig. Wir haben mehr als genug Steine hier rumliegen. Wir werden mehr als genug Steine produzieren beim Abbau und beim Aushub unserer Höhle. Da wäre es nicht schlecht, wenn wir die verarbeiten können, denn ein roher Stein bringt uns gar nichts. Und die zusammengehauenen Steine können wir zumindest zu Gebäuden bauen oder potenziell auch verkaufen. Es wird spät und es wird Nacht. Wir lassen den Tag mal ein bisschen beschleunigt vorangehen. Die Leute können sich jetzt mal zur Ruhe legen. Ein Tier fehlt noch.
Oh, und so wie es aussieht, ist Zebra immer noch dabei, den einen und selben Vogel zu erschießen kann. Oh nein, warte. Der Vogel ist tot. Da kommt Zebra. Hast du jetzt den anderen Vogel erlegt? Oh nein, sie hat ihn nur, okay, ich spreche es jetzt nicht aus. Wir denken uns alle, was wir uns denken wollen. Und lassen es einfach mal so stehen. Ich glaube, wir tun dem Vogel morgen einen Gefallen, indem wir ihn von diesem Leiden erlösen. Zebra ist aber auch zufälligerweise sadistisch. Nur schießwütig, aber nicht sadistisch. Aber verweigert definitiv fürsorglich oder sozial. Und dann muss ich wiederum dazu sagen, ja, ja, das passt. Ja, wir sollten uns irgendwann um unsere Verteidigung kümmern. Die Frage ist natürlich, von wo werden sie kommen? Sie können natürlich nur aus zwei Richtungen kommen, nämlich von hier oben und von hier unten. Oben können wir nicht so wirklich viel tun, außer vielleicht hier eine kleine Sandsackbarriere aufzustellen. Wo waren die denn nochmal? Diverses, Böden. Sicherheit. Sicherheit klingt sehr nach Sicherheit. Sag nur, du hast Hunger. Wer hätte das gedacht? Kriegt ja gleich was. Die Agaven sind geerntet, die Beeren sind bald da. Also nur die Ruhe. So oder so bauen wir jetzt hier erstmal sicherheitshalber ein paar Sandsäcke für unsere fleißigen Bogenschützen. Schadet nie. Und hier tun wir genau dasselbe. Wir werden allerdings wahrscheinlich ein bisschen mehr Stahl dafür benötigen. So, das Holz ist nur noch im Transport, aber die Wälder sind gefällt. Die Wälder müssen brennen. Tun sie ja bald hier. Und wer ist denn unser hauptamtlicher Koch? Oje, nur Dingo. Nur Dingo. Kann ich das hier prioritäre? Na, ich kann ihm nur sagen, das Lagerfeuer mit neuem Holz aufzufüllen. Aber ich kann ihm nicht befehlen, kochen zu gehen. Da müsste ich die Priorität selbst setzen. Und leider muss ich sagen, das Spiel kann Prioritäten definitiv besser setzen als ich. Deshalb erdreiste ich mich gar nicht, das in irgendeiner Art und Weise zu versuchen, besser zu machen. Und lasse die einfach mal tun. Und so wie es aussieht, tun sie sich ja an diesen Agaven auch kein Gefallen. Das sahen wir schon gleich sehr nach einem sehr unleckeren Essen aus. Mit potenzieller Lebensmittelvergiftung. So oder so könnte es natürlich auch mit dem Stahlabbau etwas schneller vorangehen, denn so kriegen wir unsere Barriere nicht fertig gebaut. Aber das Sammeln von Nahrung hat erstmal Priorität gerade, denn was das angeht, sieht es noch nicht ganz so gut aus. Und diesen Strauß hier. So, Frosch geht's gar nicht gut. Was sind denn deine schlimmsten Erlebnisse in letzter Zeit? Okay, ich vermisse Gabby, sein Haustier. Okay, das ist schön für dich, aber es ist eigentlich da. Du kannst jederzeit mit ihm spielen. Heiß, pessimistisch, gestörter Schlaf, hat rohe Nahrung gegessen, abscheuliche Baracke. Alles Kleinigkeiten, gegen die wir momentan relativ wenig tun können. Denn individuelle eigene Baracken sind einfach noch nicht drin. Wobei, bei dieser Menge Holz könnten wir zumindest über kleine Einzelzimmer mal nachdenken. Die sind zwar immer noch hässlich, aber immerhin schlafen die Leute alleine und das bedeutet, sie können sich gegenseitig nicht mehr wecken. Das wären jetzt die hässlichsten kleinen Gefängniszellen, die man sich vorstellen kann. Aber immerhin besser als das hier oben. Wobei wir das natürlich irgendwie auch... Wir können es bestimmt in irgendeiner Art und Weise wiederverwenden. Okay, machen wir erstmal die Dinger 2x2 groß. Damit hätten wir 4. Ein Bett bleibt erstmal oben. Und damit sind die hoffentlich schon halbwegs zufrieden. Dann transferieren wir die Betten hier hin. Ja, wir haben gerade sehr viel gleichzeitig, was wir hier tun. Das ist eigentlich nie gut. Man sollte sich eher auf wenige Dinge konzentrieren. Anstatt hier dauernd 100 verschiedene Sachen anzufangen und keins davon fertig zu bringen. Oh oh. Und Frosch ist schon in Depressionen verfallen. Aber... auch da kann ich jetzt relativ wenig dagegen tun.
Dann Betten umstellen. Und das letzte bleibt, wie gesagt, da oben. Wunderbar. Und schon hat jeder sein persönliches Einzelzimmer. So schnell und einfach kann es gehen. Das haben wir gerne. Das hätten wir eigentlich auch viel früher haben können. Und so geht es jetzt erstmal voran. Aber Nahrungsmittelversorgung ist immer noch nicht ausreichend. So wie es aussieht, haben wir sämtliche Nahrungsmittel, die wir gesammelt haben, schon gefuttert. Deshalb, wir brauchen mehr. Und dafür muss jetzt erstmal dieser Strauß hierher gebracht werden. Leider haben wir natürlich nichts, womit wir den Käse schlachten können. Deshalb brauchen wir einen Schlachtertisch. Her damit. Wir haben genug Holz. Baut das Ding, bringt die Tiere her. Und verarbeitet sie zu leckeren rohen Steaks. Die wir als Fleisch zu leckeren gebratenen Steaks verarbeiten. So. Schlachte Kreatur. Und das immer. Immer, immer, immer. Egal, was wir jagen, es kommt auf diesen Tisch. Und wenn es Menschen sind und wir ganz, ganz großen Hunger haben, dann eben auch das. So, wir haben jetzt zumindest... Ah, das Erste, was wir natürlich tun, ist natürlich das Eichhörnchen. Nein, Verzeihung, eine Ratte. Ich meine gar nicht, die erlegt zu haben. Wir haben ein Eichhörnchen erlegt, aber keine Ratte. So. Katze geht's auch nicht gut. Hässliche Umgebung. Na, da können wir auch in dieser Umgebung hier natürlich nichts gegen tun, aber es ist halt nun mal einfach eine dreckige Höhle ohne Beleuchtung. Und eine Besuchergruppe kommt zu uns. Und sie haben Dinge zum Handeln dabei. Das Problem ist, dass wir nichts zu verhandeln haben, außer diesen paar jämmerlichen kleinen Silberbrocken, die wir schon direkt am Anfang hatten. Aber mal sehen, was sie so im Angebot haben. Vielleicht so die ein oder andere Nahrung. Okay, wo ist denn jetzt das Fleisch dieser Ratte hin? Ist es schon verarbeitet? Aber wahrscheinlich wurde es einfach mal roh gefuttert, denn das machen sie ganz gerne, wenn sie ganz großen Hunger haben. Wir brauchen mehr zu futtern. Ups, nein, wir wollen die Pflanzen nicht entfernen. Wir wollen sie ernten. Aber da gibt es immer noch nicht viel zu holen. Hier hingegen schon. Wie sieht es mit euch aus? Wunderbar. Du da oben nicht. Und das war's auch schon, das Ende der Fahnenstange. Wir haben da unten noch eine fleißige Ratte, die wir mal jagen können. Noch irgendwelche anderen? Steinböcke. Einen weiteren Strauß. Ein bisschen weit weg. Aber man nimmt, was man kriegt. Und der nächste ist zusammengebrochen. Wird Zeit, dass ihr ins Bett kommt, Jungs. Und mal ein bisschen Entspannung kriegt. So, wir haben nicht viele Leute, die sehr sozial sind in unserer Gruppe. Deshalb schauen wir uns mal an, wer denn der Beste wäre, der mit ihnen reden könnte. Oh je. Zumindest vier in Sozialem. Nun gut, da du ja der Einzige, der diesen Maulwurf der Einzige ist, der diesen Skill überhaupt besitzt, ist es jetzt deine ehrenvolle Aufgabe für uns, möglichst gut dir für was auch immer herauszuholen. Und, oh je. Das ist natürlich ziemlich überschaubar, was wir hier so zur Verfügung haben. Wir könnten ihnen unseren Speer verkaufen. Dafür faktisch eigentlich nichts Wichtiges kaufen. Überteuerte Überlebensration. Aber so nötig haben wir es immer noch nicht. Deshalb, danke für Ihren Besuch. Kommen Sie bald wieder. Oh, und da wird rohes Fleisch gegessen. Das ist definitiv nicht das, was wir eigentlich wollen. Sollen sich lieber mal an richtige Rationen halten oder zumindest Bären futtern, wenn wir welche hätten. Wie sehen denn unsere Kartoffeln aus? Sie sind schon zu einem Drittel fertig. Der Mais braucht natürlich deutlich länger. Und der Reis überholt uns alle, obwohl das Feld als letztes angelegt wurde. Ja, ich weiß, es geht euch nicht gut. Aber legt euch auch zumindest hin, danach geht es euch besser. Wenn man einen Tag und Nacht durchgeschlafen hat, dann scheint die Sonne am nächsten Tag immer ein bisschen heller. Was man allerdings bei 40 Grad Außentemperatur auch nicht unbedingt braucht. Oh, das ist wirklich fies von unseren Besuchern. Jetzt essen sie noch vor unseren hungrigen Höhlenmenschen noch ihre Essensration auf. Und so wie es aussieht, hat diese Person hier in letzter Zeit niemals Hunger gelitten. Von daher ist es eigentlich ziemlich fies.
So, wie lange hält sich das Fleisch denn hier draußen umgekühlt? Nämlich einen ganzen Tag. Das ist, ohne jetzt zu tief in mathematische Details eintauchen zu wollen, nicht allzu viel. Und wir werden mal gucken, ob wir inzwischen mal einen Herd bauen können. Nein, können wir immer noch nicht. Denn der Stahlabbau da oben geht nicht voran. Wir müssen das wohl mal manuell triggern. Sonst bauen die nur hier oben die Höhle weiter aus. Und obwohl wir natürlich gerne Höhlen wollen, darin sicherer sind etc., muss man natürlich dazu sagen, es hat zurzeit die niedrigste Priorität. So, wir haben endlich lange genug überlebt, um uns einen Namen geben zu sollen. Geben zu können. Wie heißen wir denn? Unsere Gemeinschaft. Ja, anhand der aktuellen Situation würde ich, bleibt eigentlich nur eins übrig. Die Hungrigen soll es sein. Und da wir ja offensichtlich ein bisschen länger an diesem Ort bleiben, wie soll denn dieser Ort heißen? Irgendwas mit Hunger, am besten auf Englisch. Starvation. Starvistan! Ups. Alles klar. Und schon sind die Hungrigen in Starvistan angekommen. Wohl bekommst. Völlig wertungsfrei natürlich. So, zumindest unsere Forschung geht stetig voran. Ups, und schon haben wir den ersten. Das erste Tier, das es nicht so toll finde, dass sie... ja. Dass es angegriffen wird. Und wir müssen jetzt mal schnell Zebra retten, bevor Zebra nicht mehr gerettet werden kann. Auf geht's, Jungs. Gut, dass wir zufälligerweise gerade zwei Leute haben, die nicht mehr ansprechbar sind. Und Zebra in die falsche Richtung läuft. Komm, lauf doch zumindest zu uns. Eieiei. Und er wehrt sich mit Zähnen und Klauen. Und damit hat Zebra schon hinter sich. Wie nett. So viel also zur Jagd. Was habt ihr denn dabei? Ein Messer und eine Keule. Na, das ist wahrscheinlich im Kampf gegen diesen Strauß schon angebracht. Muss ich die Befehle zum Angriff einzeln geben. Gebt's dem Strauß. Wenn ihr das nicht macht, dann ist diese Kolonie natürlich schon relativ schnell am Ende. Da haben wir es zu zwei Folgen gebracht. Wie Profis. Er hat kein rechtes Auge mehr. Komm schon, ihr werdet ihn wohl jetzt noch schaffen. Na also. So, und weil wir ein rachsüchtiges Völkchen sind, gibt es dem gleich das Ende. Los, tu es. Und du, Maulwurf. Gehst mal Zebra retten. Sie hat ihr Bestes getan, aber leider jämmerlich versagt. In dem Versuch, uns alle etwas zu essen zu bringen. Immerhin, wir haben den Strauß erlegt. Ein äußerst rabiates Exemplar, das einfach nicht sterben will. Na also, geht doch. Und du, mein Guter, wirst dich zumindest mal ganz grob verarzten lassen müssen. Zebra hingegen. Wie geht's denn Zebra? Ist nicht mehr ansprechbar. Du bist mir doch jetzt nicht gestorben, oder? Nein, ansonsten wirst du ja oben durchgestrichen, aber ins Bett musst du trotzdem. Dingo wird wahrscheinlich keine Medizin brauchen. Das geht, das ist nicht schlimm. Das ist ein kleiner Kratzer am linken Bein, aber Zebra hat's dringend nötiger. Ab ins Bettchen mit dir. Was haben wir denn hier so? Anverletzung. Das ist definitiv heilungsbedürftig. Maulwurf ist natürlich unser bester Arzt, rate ich jetzt einfach mal. Er ist tatsächlich gar kein so... er ist eigentlich ein ziemlich schlechter Arzt, aber... warum können wir dich nicht verarzten? Weil es kein Krankenbett ist. Natürlich. Ist ein Krankenbett. Herzlichen Glückwunsch. Du wurdest befördert. Und schon geht das. Oder auch nicht? Ach, er hält Wache. Er geht zur Medizin, um dort Wache zu halten. Natürlich. Klar, macht ja Sinn. Bist du nicht als Arzt eingeteilt? Maulwurf. Arzt als Arzt. Doktor, Doktor. Wo ist er? Patient. Patient darf jeder. Bin ich jetzt zu blöd, um das zu sehen? Ich glaube schon. Ich müsste Pflege doch... Er ist doch eigentlich als Pfleger eingeteilt. So kann ich mich nicht
So kann ich dich nicht verarzten. Eigentlich ist es hier auf bestmögliche medizinische Versorgung eingestellt. Damit sollte man eigentlich alles herstellen können. Beziehungsweise jede Medizin nutzen können, aber... Irgendwie? Oder... Nein, eigentlich muss ich Medizin nicht noch zusätzlich erforschen. Das sollte eigentlich ohne gehen. Deshalb die Frage, warum lässt du dich nicht heilen? Nicht präsentiert ausziehbar. Einsetzbar. Das ist eine gute Frage. Warum kann ich hier keinen Arzt zuteilen? Vor allem, weil diese Person in wenigen Stunden verbluten wird. Eieiei, der Nächste, der zusammenbricht. Ja, das ist definitiv etwas, was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Warum auch immer Maulwurf das nicht machen will, ist der vielleicht ganz... Nein, er will eigentlich nur nicht Feuer löschen, weil es ein Pyromane ist, aber eigentlich ist er ein Mediziner. Eigentlich kann er das. Eigentlich ist er auch dafür eingeteilt, aber... Verstehe ich jetzt nicht unbedingt, weil er noch im Kampfmodus war. Mein Gott, Junge, pass auf! Das hätte ich eigentlich sehen müssen. Es wäre ganz gut... Ah, zumindest Frosch ist mal wieder aus dem umherwandernden Status aufgewacht und vielleicht mal in der Lage, etwas Sinnvolleres zu tun. Er ist allerdings ziemlich nah am Verhungern. Denn, naja, er ist ja jetzt die ganze Zeit nur rumgelaufen und hatte keine Chance, irgendwas zu essen. Verarzte die Frau noch schnell und dann geh was zu essen holen. Und du, Maulwurf, naja, du könntest eigentlich eher mal diesen... Nein, nicht diesen Totenstrauß essen, aber er ist auch kein Landwirt. Das heißt, er kann eigentlich momentan nur diese Waffe hierher bringen. Ja, sind wir bald fertig hiermit? Du kannst es. Tu es. So, Frosch, ich muss dich leider bitten, etwas zu essen zu holen. Sonst könnte es mit dem leichten Nahrungsmangel ganz schnell in eine ganz verkehrte Richtung laufen. Wie sieht es denn jetzt mit deinem Hungerwert aus? Okay, ist zumindest etwas besser. Allerdings läuft es nicht gut, allein wegen der Nahrungssuche. So, und unser erstes schlimmes Event, nämlich ein verrücktes Tier, ein Eichhörnchen, rückt schon an. Und wir müssen uns mal ganz schnell dagegen verteidigen. Da kommt es schon gelaufen. Auf Verteidigungsposition. Maulwurf, du musst das jetzt reißen. Nicht, dass du in diesem Eichhörnchen deinen Meister findest. Aber es scheint ziemlich sauer zu sein. Und deshalb wirst du jetzt dich mal an deinem Nemesis hier probieren. Bevor es anfängt, unsere Tiere oder wen auch immer, oder Katze zu fressen, um Gottes Willen. Sie kann sich gerade nicht verteidigen. Gib ihm. Okay, wir haben ihm schon diverse Gliedmaßen und wichtige Sinnesorgane entfernt. Das sollte relativ schnell sein Ende gewesen sein, aber Maulwurf zieht natürlich auch sämtliche Kratzer und Bisse von an sich, die er an sich ziehen kann. So, Frosch, du bist ja todmüde höchstwahrscheinlich, wegen dem ganzen Umherwandern. Brauchst du eine... Maulwurf braucht eigentlich nicht wirklich eine Behandlung, aber es wäre sehr gut, wenn er sie kriegen würde. Deshalb, es tut mir leid. Du musst wieder aufstehen. Frosch. Auch wenn es dir gerade echt gegen den Strich geht. Aber du musst dich leider um die kümmern, die dich gerade gerettet haben vor diesem tödlichen Tier. Hey, Zebra ist wieder lauffähig. Super. Hat allerdings noch einen lang, beschwerlichen, schmerzvollen Weg der Heilung vor sich. So, was ist jetzt? Ein neues Zusammenbruchsrisiko für Zebra. Ja, das ist verständlich. Dingo tut mal das Eichhörnchen zerlegen, fachdienlich. Ist endlich aus seinem... Nein, Katze. Katze ist endlich aus ihrem
umherwandelnden Zustand erwacht. Gott sei Dank. Die brauchen wir nämlich auch wieder dringend. Oh, hört doch auf, das Zeug rot zu fressen. Das bekommt euch nicht. Wirklich nicht. So, dieser Strauß, der sollte ganz dringend verarbeitet werden. Damit das Fleisch noch so ein bisschen Haltbarkeit hat. Sonst müssen wir hier bald einen recht fauligen Strauß essen. Oder ihn gar nicht mehr essen. So, du bist gut verarztet worden, Maulwurf. Und kannst mal gleich diesen sehr rabiaten Strauß einsammeln. Denn wir werden das brauchen. Außerdem kommt ein bisschen Leder dabei rum. Das ist nicht verkehrt. Kann man immer brauchen. Daraus kann man zumindest mal halbwegs vernünftige Kleidung herstellen. Das können wir zumindest schon von Anfang an in diesem Lagerfeuer und in unserem kleinen Arbeitsplatz hier tun. Ach, Zebra. Ich würde dich gerne daran hindern, jetzt etwas zu tun, was du vielleicht gar nicht tun willst, aber guten Hunger. Ist das jetzt dein Ernst, Maulwurf? Du hast jetzt diesen Strauß irgendwie halb hergetragen und dann liegen lassen? Ach, komm schon. Los, ab ins Bett mit euch. Es ist mitten in der Nacht. Und ihr braucht diesen Schlaf. Oder, na, du zumindest nicht. Du könntest aber diesen Strauß mal herbringen. Oder auch nicht. Und der ist ja auch nicht zum Kochen eingeteilt, beziehungsweise zum Schlachten. Wir haben ja nur einen fleißigen Koch. Und das ist Dingo. Und der schläft tief und fest. Von daher, Maulwurf, wie wäre es, wenn du dich erstmal da hinlegst und ein bisschen liegen bleibst, bis du wieder auf den Beinen bist. Also richtig auf den Beinen bist. Soweit, so gut. Wir haben den 6. April inzwischen. Immerhin dahin sind wir gekommen. Und Nahrung ist nach wie vor ein riesiges Problem für uns. Obwohl wir gelegentlich so die ein oder andere Mahlzeit herstellen, ist das bei weitem nicht ausreichend genug, um hier über die Runden zu kommen. Damit hätten wir uns deutlich früher auseinandersetzen können. So, Maulwurf hat eine Wundinfektion bekommen. Das ist jetzt natürlich eine mittlere Katastrophe für uns. Diese ganzen Kratzer von dem Tierchen, von diesem kleinen Eichhörnchen, haben sich gerecht. Trotz bester medizinischer Behandlung mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln hat er sich entzündet. Und das bedeutet, du wirst noch eine ganze Weile länger hier liegen und hoffentlich uns nicht draufgehen. Immerhin haben wir ziemlich gute Heiler. Frosch zum Beispiel wird sich schon wahrscheinlich gleich um dich kümmern. So ist es. Er macht das gut. Das soll auch so sein. Guck, dass sich das nicht auswächst. Denn momentan ist er noch leicht. Vielleicht können wir deinen Tod noch gerade so verhindern. Interessant, dass Zebra bis jetzt keine Infektion gekriegt hat. Denn die hätte es definitiv verdient. So, und jetzt bleibt natürlich die große Frage. Wir haben viele Tiere momentan, die uns nichts bringen. Aber wie gerade unser Labrador hier fleißig unser Essen wegessen, und die Frage ist, ob wir sie alle behalten wollen. Es wird einigen Kolonisten, einige unserer Stammesmitglieder, mit Sicherheit das Herz brechen, und die Laune ist sowieso im Keller, wenn wir jetzt eines dieser Tiere zu Nahrung verwandeln. Aber vielleicht führt kein Weg dran vorbei. Versuchen wir es erstmal noch weiter so. Bis dahin wird hier weiter geerntet und vor allem gejagt. Bitte keine Boomerloops. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist irgend so ein Präriefeuer, das wir nicht mehr aufhalten können. Aber unten diese Steinböcke, die sich mit Sicherheit auch rächen können, müssen jetzt einfach mal gejagt werden. Und dieser Strauß, okay, Strauße, definitiv ab sofort unsere Erzfeinde, müssen jetzt einfach mal dran glauben. Und das Alpaka, das jetzt wahrscheinlich so fleißig unsere Kartoffeln anfangen wird zu essen, bleibt trotzdem am Leben. Immer noch ein großes No-Go. So, wir haben nur noch leichtes Zusammenbruchsrisiko. Das können wir genüsslich ignorieren. So, Maulwurf kann wieder gehen. Nein, er hat eigentlich eher Hunger auf, ist doch zumindest die normale Mahlzeit, wenn sie schon da liegt. So, die Wundinfektion ist leicht immer noch. Nächste Behandlung ist in knapp 9 Stunden und wir sind momentan mit der Immunität vor der eigentlichen
Infektion, das heißt, es sieht ganz gut aus. Nichtsdestotrotz fände ich es extrem gut, wenn du dich wieder ins Bett legen würdest und dann ein bisschen bleibst, bis du wieder fit auf den Beinen bist. Sonst wird das Ganze nur noch schlimmer. Unser Höhlenausbau schlendert natürlich so momentan nur so vor sich hin. Aus verständlichen Gründen, denn es gibt einfach mehr zu sammeln. Deshalb werden wir hier immer noch fleißig ein bisschen ernten. Die Agaven hier noch gleich mitnehmen. Und ansonsten ist es recht überschaubar, was wir hier gerade zur Verfügung haben. Jetzt haben wir wieder ein schweres Zusammenbruchsrisiko bei Zebra. Wahrscheinlich ist die überhaupt gar nicht voller Schmerzen. Natürlich, starke Schmerzen, wurde noch mit rohem Fleisch gefüttert. Verständlicherweise drückt es vielleicht eventuell ein bisschen auf die Stimmung. Diese Bärchen hier habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob wir die wieder ernten können. Oh, die können wir alle ernten. Da ist eine Menge zu holen. Schön weiter kochen. Hey, wir haben tatsächlich mal zwei richtige Nahrungsmittel zusammen. Oh, und dann ist natürlich... Erstens, Katze, es ist so lieb von ihr, dass du uns unsere richtige Nahrung weg isst. Und du hast eine Lebensmittelvergiftung davon bekommen und es geschieht dir recht. Fang gefälligst Mäuse. Traurigerweise sind Katzen in diesem Spiel wirklich das eines der unnützesten Tiere überhaupt. Sie sollen gelegentlich mal irgendwelche kleinen Tiere jagen, aber im Endeffekt sind sie eigentlich für gar nichts gut. Halt wie im richtigen Leben. Sie sind einfach da, um da zu sein. Vorwachskapseln fallen vom Himmel. Und zwar ganz in der Nähe. Und was haben wir drin? Goldnuggets! Naja, das, wenn es schon da rumliegt, dann holen wir sie zumindest. Ansonsten sind sie für uns natürlich eher unbedeutend. Und hier haben wir komprimierte Bauteile gefunden. Das ist für uns momentan noch relativ uninteressant, wird aber noch gewaltig wichtig werden. Von daher schadet es nie, sie so ein bisschen auf Lager zu haben. Okay. Gut, dass ihr das alles erntet. Ihr dürft es jetzt auch nach Hause bringen. Fleißig verkochen. Ha, guter Wag. Du gehörst Maulwurf. Und wie geht es dem Maulwurf so? Er hat eigentlich ziemlich gute Stimmung. Ich denke, er könnte den Verlust eines Tieres verkraften. Wir sagen ihm einfach, wenn er aus dem Krankenzimmer rauskommt, weil er wird ja momentan sowieso nicht da rauskommen, einfach, es ist in der Schlacht gestorben. Wir lügen ihn einfach an. Und ansonsten sparen wir uns jetzt diesen Fresser und verwandeln ihn selbst in leckeres Essen. Was sein muss, muss sein. Außerdem muss ich sonst nicht so weit, müssen wir sonst nicht so weit zu den ganzen Jagdbahntieren laufen. Das ist so weit! So. Wie sieht es denn mit deiner kleinen Wundinfektion aus? Sehr, sehr gut. Die Infektion ist erst bei 31% und die Immunität schon bei 50%. Das heißt, die Katze ist im Sack, die Sache ist gegessen, der Zug ist abgefahren. Das läuft. Und Maulwurf ist vollständig geheilt, so wie es aussieht. Also bis auf die Infektion natürlich. Das bedeutet, wir können dieses Krankenbett wieder zu einem richtigen... wieder zu einem richtigen Bett machen. Und jetzt wird er leider doch live miterleben müssen, wie sein Haustier, nennen wir es, veredelt wird. Ja, er hat es aus dem Augenwinkel gesehen. Zu blöd aber auch. Immerhin ist es direkt in unserem Lager gestorben, da liegt es ja praktisch. So, wie geht es dir denn? Mein Haustier starb minus 8, also... Jetzt muss man sagen, es dauert ziemlich lange, bis er das verkraftet hat, aber andererseits ist ein Malus von minus 8 auch wirklich sehr überschaubar, was das angeht. Wie sieht es denn mit unserer Forschung aus? Maulwurf hat ja lange Zeit nichts mehr machen können. Wir sind natürlich gar nicht vorangekommen. Wir krebsen hier immer noch mit dem rum, was wir gerade so haben. Und wenn wir schon an diesem Lagerfeuer gerade kochen, dann können wir uns doch eigentlich auch mal einen richtigen Herd leisten. Für den wir immer noch Stahl abbauen müssen. Ich muss das hinten mal manuell setzen. Hier. Wenn ich morgen irgendjemanden da oben graben sehe, dann setze ich ihn sofort um auf Stahl. Okay. Und Zebra ist immer noch stark verletzt. Ja, so geht es im Leben.
Manchmal jagst du und manchmal bist du der Gejagte. Da kann man dann natürlich wenig gegen machen. Immerhin. Jetzt können wir uns auch diesen Ruheplatz für Tiere sparen. Und es ist sogar nachts draußen 34 Grad. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Ich persönlich mag es ja gar nicht. Bin eher so ein Typ fürs Kalte. Da habe ich viel mehr Spaß dran. So, der Reis wächst gut. Der ist schon fast ausgewachsen. Und jetzt kommt das Blöde an der Sache. Wir haben natürlich keine gekühlte Lagerfläche. Das heißt, wir könnten uns überlegen, ob wir das hier zu einer Kühlkammer umwandeln. Dingos Schlafplatz. Dafür würden wir hier natürlich noch so ein kleines extra Räumchen anlegen. Und anschließend dann da oben einen kleinen Kühlschrank einrichten. Natürlich mit unseren primitiven Kühlungsmöglichkeiten. Aber es sollte zuerst mal ausreichen, dass die Nahrung zumindest ein wenig länger hält. Aber das war's für diese Folge. Heute geht's nicht weiter. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Bis dahin. Viel Spaß.